Willkommen zurück zu Elex. Willkommen auf Magalan. Willkommen in der Hauptstadt der Kleriker. Und ich finde es hier sehr krass und ich habe überlegt, ich schließe mich vielleicht doch den Kleriker an. Nein, nein. Ich habe echt sehr viel hin und her überlegt und ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, allein schon wegen den Rüstungen möchte ich gar nicht bei den ausgesperrt. Allein schon wegen den Rüstungen möchte ich gar nicht bei den Berserkern bleiben oder anheuern. Also die gefallen mir eigentlich am besten, ne? Von der Moralvorstellung und so. Und dass sie alles begrünen wollen, das ist alles total super. Aber waffentechnisch und rüstungstechnisch, nee, ist halt nicht so, weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Habe ich oft genug gehabt. Und ich glaube, also von den Rüstungen muss ich sagen, gefallen mir die Kleriker auf jeden Fall am besten. Von den Waffen jedoch die Outlaws. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich den Klerikern oder den Outlaws anschließen werde. Auf jeden Fall möchte ich nicht die ganze Zeit in solchen scheiß Feldingern hier rumlatschen. Das sieht einfach nur kacke aus. So. So viel dazu. Guck mal hier, das sieht ja cool aus. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich muss erstmal wieder hier. Achso, hier gibt es keine genaue Karte. Oder ich muss die erst finden. Ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, wie das mit dem Schleichen geht. Nämlich so. Und die Taste, ich weiß nicht, ob das funktioniert. In der Voreinstellung ist die Feststelltaste, aber wenn ich die drücke, passiert da nichts. Darum habe ich das jetzt mal umgestellt, eine andere Taste belegt. Ja. Achso, ich dachte jetzt, geht hier irgendwas? Was? Ah. Zu einfach. Was ist denn da drin? Nehme ich alles. Jetzt, wo ich weiß, wie man schleichen kann, ist das ja ganz, ganz cool. Was haben wir hier? Eine geile Dusche. Na gut, komm, wir quatschen hier mal die Leute an. Ich habe doch hier eine Aufgabe, ne? Warte mal. Und zwar, ne, nicht die Hauptmission, Edan, das Gesetz der Berserker. So, hier, hallo? Shit, wieder die falsche Taste, Sekunde. Gesetz der Berserker. Ich hatte doch hier irgendwo die Aufgabe. Wo musste ich denn? Warte mal, ist das hier? Doch genau. Ich soll ihm Bericht aus mindestens zwei großen Städten bringen. Na toll, ausgerechnet die beiden Städte. Das ist ja, ist ja schön. Das ist ja Dufte. Ja gut, ne. Dann quatsch hier das mal so hier. Ich habe mich jetzt zwar verlaufen, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Also, warte mal, da ist der Eingang. Das ist schon mal gut. So, dann gucke ich nochmal. Gehen wir mal als erstes hier rein. Wer ist denn hier?
Hier gibt es Automaten. Hier, mit der Brüche. Wo haben Sie dich denn aufgelesen? Lass dich mal angucken. Oh je, du siehst nicht gesund aus. Deine letzte Mahlzeit muss ein paar Tage her sein. Nimm das, aber verrate es keinem. Eine ausgewogene Ernährung ist die Energiequelle eines jeden Organismus. Ich denke, es reicht, wenn man sagt, dass mein Essen satt macht. Martha! Trischik, Trischik. Das Zeug sieht ungenießbar aus. Warum ein Geheimnis um das bisschen Essen machen? Das frage ich mich auch. Danke. Ich weiß das Essen zu schätzen. Das freut mich. Wenn dich der Hunger plagt, kannst du jeden Tag eine Ration bei mir in der Kantine abholen. Auch wenn das Essen nicht unbedingt schmackhaft ist, reicht es zum Überleben. Für unser Eins ist die tägliche Versorgung kostenlos. Allen anderen muss ich ein paar Splitter abverlangen. Alles klar. Deine Hupen bewegen sich. Warum? Aber du hast einen schicken Anzug an, Frau. Auf jeden Fall. So, zeig mir deine Waren, wie lange... Hier. Wie lange leitest du die Kantine schon? Man hat mich dieser Stelle zugewiesen, als der letzte Koch ein Dutzend Männer ins Lazarett befördert hat. Da ich draußen gelernt habe, aus wenig etwas Genießbares zuzubereiten, gab es wohl auch keine bessere Alternative. Warum hast du im Hort Zuflucht gesucht? Ist das nicht offensichtlich? Ich hänge an meinem Leben. Zu den Outlaws hätte mich nichts bewegt. Das sind Barbaren, die ihre eigenen Frauen vergewaltigen und mordend umherziehen. Zumindest, wenn man den Schilderungen unserer Späheinheiten glauben mag. Na, dem würde ich nicht unbedingt glauben, ne? Warum ist das Essen von minderer Qualität? Zeig mir deine Ware. Natürlich. Was hat sie denn da, die gute Frau? Setzerbrot hat die natürlich nicht. Rezeptbrotsuppe. Und wärmende Suppe. Kann man ja mal mitnehmen. Wer möchte denn schon... Was habe ich eigentlich zu verkaufen? Rein gar nichts. Schwefelbrocken. Ich weiß halt nicht. Setzerbrot. Hör mal, jetzt habe ich genug Setzerbrot. Ich kann die Aufgabe beenden. Das ist schon mal gut. Ich gehe mal raus. Ja, ich mache den Handel. So. Warum ist das Essen von minderer Qualität? Um alle halbwegs ernähren zu können, müssen wir haushalten. Die andauernden Kämpfe, die hohe Produktionsauslastung, all das zehrt an unseren Vorräten. Ignadons felsiger Boden eignet sich kaum, etwas Verwertbares heranzuzüchten. Ich kann dir von meinen Vorräten etwas abgeben. Wenn das so ist, solltet ihr mehr Handel mit den anderen Gemeinschaften treiben. Um uns so in eine Abhängigkeit zu begeben? Nein, das halte ich für keine gute Idee. Aber ich denke, ich weiß eine bessere Lösung. Vor meiner Zeit im Hort bin ich draußen auf eine Gruppe Heimatloser gestoßen. Sie hatten zwar auch ihr Päckchen zu tragen, aber zu essen hatten sie immer. Vielleicht sind sie bereit, mit uns zu teilen. Nur dazu müssen wir mit ihnen in Kontakt treten. Oder man überfällt sie und nimmt sich, was man braucht. Naja, okay. Warum hast du denn nicht schon längst jemanden geschickt? Ich habe so meine Bedenken, dass die meisten hier das nötige Feingefühl besitzen, um mit ihnen zu verhandeln. Ich will auf keinen Fall, dass unnötig Blut vergossen wird. Wenn du also jemanden kennst, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt, nur raus damit. Ich helfe dir. Ich helfe dir, den Nahrungsengpass zu beseitigen. Du? Es ist nicht gerade so, dass sich viele Freiwillige für diese wichtige Aufgabe gemeldet haben. Wenn du also etwas für unsere Gemeinschaft tun willst, rennst du bei mir offene Türen ein. Du müsstest in etwa 20 Überlebenspakete rausschlagen. Das sollte reichen, um die Zeit zu überbrücken, bis eine der Versorgungseinheiten zurückgekehrt ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Alles klar. Wo finde ich das Lager dieser Heimatlosen? Wenn ich mich recht entsinne, haben sie südwestlich vom Hort, also nördlich unseres Außenpostens, ein notdürftiges Lager errichtet. Ignadon ist nicht dicht besiedelt. Früher oder später wirst du auf sie stoßen. Alles klar. Gut, hätten wir hier schon wieder ein Akolyt. Hör mal, du Akolyt. Ich hab keine Zeit. Ach so. Na gut, er hat keine Zeit. Ach so, hier komme ich hinten rein.
So ein fucking Maschinchen hätte ich gerne. Als Begleiter. Und das wäre sehr nice. So, kann ich hier irgendwo hin? Wo komme ich denn hier hin? Hä? Eisenerz. Ach, das ist ja nicht, ist ja gar nicht mehr so schlecht. Gut, dass ich immer einen Presslufthammer dabei habe. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ach, da steht auch einer. Naja, gut. Ich nehme alles. Wie sieht's aus bei dir? Ach. Ein Hammer. Man muss nehmen, was man kriegen kann, ne? So, was ist hier noch? Mehr Eisenerz. Halt, da war auch noch Eisenerz. So. Wolf. Nanu, ein Besucher? Normalerweise sind Gäste hier selten. Der Fels schreckt die meisten ab. Du machst mir aber nicht den Eindruck, als hättest du ein Problem damit. Naja, sei es drum. Ich muss dann mal wieder. Hat der Typ eine Spange? Warum sollte man vor ein paar Steinen Angst haben? Wenn die paar Steine ein paar Tonnen wiegen und nur noch deine Füße unter ihnen hervorgucken, weißt du warum. Aber lass dich von meinem Gerede nicht aufhalten. Zumal ich davon ausgehe, dass du sowieso nichts vom Erzabbau und der Stahlverarbeitung verstehst. Da täuschst du dich. Exakt. Na dann? Ja, dann alles klar. Gibt es etwas, das ich über euch Schachter wissen muss? Wir hantieren nicht mit irgendwelchen Reagenzgläsern herum oder brüten über irgendwelchen Konstruktionsplänen. Das, was wir tun, ist schnell erzählt. Wir malträtieren den Stein, um an Rohstoffe zu kommen. Die Arbeit ist hart, gefährlich und man muss sich damit abfinden, so gut wie keine freie Zeit mehr zu haben. Na toll. Also quasi Bergarbeiter. Klingt nicht erstrebenswert. Warum überlasst ihr die Arbeit nicht ausschließlich den Maschinen? Ein Großteil unserer Roboter kann für diese Aufgabe nicht eingespannt werden. Sie müssen unseren Jungs an der Front beistehen. Und die Leute, die unsere Suggestoren da draußen aufgreifen, sind kaum zu gebrauchen. Mal ganz unter uns. Im Kern bleiben diese Typen der ruchlose Abschaum, der sie waren. Aber vielleicht bist du ja die Ausnahme. Also, ich werde nicht warm mit den Klerikern. Ich muss dir gar nichts beweisen. Und wieder haben wir den Beweis, dass Fremde sich nicht einbringen wollen. Hör mal, versteh mich nicht falsch. Du kommst von draußen und trotzdem rede ich mit dir. Das sollte reichen, um dir zu verdeutlichen, dass ich nichts gegen dich habe. Ich biete dir sogar die Möglichkeit, ein paar Splitter zu verdienen. Aber dafür erwarte ich auch etwas. Ich habe gerade Zeit. Was soll ich für dich tun? Alles, was ich will, ist, dass Eli, ein Gefangener, nun ja, verschwindet. Er ist eine Bedrohung für die Gemeinschaft. Stattdessen wollen die Suggestoren, dass er in Zukunft unsere Kluft trägt. Ich sage dir, der Kerl ist eine tickende Zeitbombe und ich weigere mich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Okay. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Ich habe es in seinen Augen gesehen. Da flammte blanker Hass auf. Manchmal weiß man Dinge einfach. Darum kannst du dich auf meine Einschätzung verlassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich solche Kerle hier länger als nötig aufhalten. Alles klar. Was soll ich deiner Meinung nach mit Eli machen? Worte helfen in dieser Sache nicht. Die Suggestoren kann man nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Das wäre auch kompletter Irrsinn. Das hat noch nie jemand geschafft. Wenn jemand allerdings Eli helfen würde, auszubrechen, dann hätte man eine Chance, ihn vor die Tore des Horts zu locken. Dort könnte man dann ungesehen kurzen Prozess mit ihm machen. Du verlangst ganz schön viel? Du verlangst ganz schön viel. Denkst du, das weiß ich nicht? Es steht ja auch ziemlich viel auf dem Spiel. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass ich einem Außenstehenden so viel Vertrauen schenke. Überlegen wir uns. So, wo geht's hier hin? Eine Etage höher.
Alter, das ist ja hier voll das Labyrinth. Ich Hört weiß nicht. Mir zu, ihr Jünger Kalans. Wer ist das denn? Ihr alle werdet gerettet werden. Oswald. Ah, ein weiteres verirrtes Schäfchen. Willkommen im Hort der Kleriker. Dass du hier drin bist, kann nur bedeuten, dass das Licht Kalans auf dich scheint. Vergeude diesen Moment nicht. Gib dich den Sonne aus dem Arsch hin. Das werde ich, Vater. Gut, gut. Deine Anstrengungen werden belohnt werden. Sei dir versichert, dass Kalan sehen wird, was du tust. Und er wird dich belohnen oder bestrafen, wie es ihm beliebt. So handle immer in seinem Namen und er wird deine Feinde niederstrecken und deine Freunde verschonen. Hm. Wer bist du? Ich bin Oswald. Auch ich war einst verblendet. Aber meine unreinen Zeiten habe ich hinter mir gelassen. Als Bruder Rainer mich gefunden hat, war ich nur ein spuckender Haufen Elend. Er baute mich auf. Nein, er gab mir einen Sinn in meinem Leben und dafür bin ich ihm für immer dankbar. Heute versuche ich, diese Tugenden weiterzugeben. Also lade ich dich ein wenig hier zu bleiben und mit uns zu beten, Bruder. Bruder. Erzähl mir etwas über Kalan. Alles begann mit Arvid, dem Propheten. Der Prophet bekam die Lehren Kalans zugeflüstert. Noch vor dem Untergang der Welt versuchte er, die Menschen zu warnen. Er verteilte die Lehren, er redete mit Menschen, aber es war vergebens. Die Menschen hörten nicht auf ihn und seine Lehren der Reinheit. Und so geschah es, dass Kalan wütend wurde. Er sandte den Meteor, um die Unreinen zu vernichten und die Reinen auf die Probe zu stellen. Wir werden diese Prüfungen bestehen. Wir halten unsere Körper rein. Der Prophet Arvid sagte, dass Kalan uns alle von hier wegbringen wird. Wir müssen rein sein und auf Kalan vertrauen. Dann kann uns kein Feind dieser Welt etwas anhaben. Die haben auf jeden Fall die schicksten Rüstungen, das muss ich ja sagen. Aber ich möchte nicht Karl Arsch dienen. Und wohin wird Kalan euch bringen? Dorthin, wo uns kein Ungläubiger folgen wird. Kein Götze oder andere Versuchungen stehen zwischen uns und ihm. Sein Paradies erwartet uns, doch noch ist es nicht an der Zeit, diesen Weg zu gehen. Der Pfad der Erleuchtung ist beschwerlich und nur wer würdig ist, wird die Gnade seiner Gunst erlangen. Und nun gehe in dich und verinnerliche meine Worte. Mögen sie dir ein Wegweiser in den kommenden Zeiten sein. Tragt Kalan in eurem Herzen, in euren Fäusten und in euren Waffen. Was für ein Schwachsinn, oh. Stopp! Wo denkst du, dass du hier hingehst? Keine Ahnung, wo bin ich denn? Grubenwache. An dir vorbei. Deine Sprüche kannst du dir stecken. Ich bin dazu angehalten, hier jeden durchzulassen, der vorbei möchte. Damit jeder mit eigenen Augen sehen kann, was wir mit Ketzern machen. Also geh ruhig rein und sieh dich um. Lass es dir als abschreckendes Beispiel dienen. Aber klau hier nichts. Wir behalten alles im Auge. Was ist das denn hier? Ach, das ist der Knast, oder was? Wachroboter. Was soll das hier sein? Nicht drauf klar. Was ist das denn? Was? Was passiert denn da? Henker! Ich greife an! Was? Verurteilter. Was? Tötest du hier etwa Gefangene? Wenn ein Kleriker gegen die Gesetze verstößt, geben wir ihm immer die Wahl. Umerziehung durch unsere Suggestoren oder ein ehrenhafter Tod im Kampf. Denn nur ein Kleriker, der im Kampf stirbt, ist es wert, im Tod den Segen Kalans zu empfangen.
Und ich habe die ehrenhafte Aufgabe, diese armen Seelen an Kalan zu übergeben. Auch ich möchte einmal so abtreten. Ich respektiere deine Aufgabe, Henker. Wir werden uns hoffentlich einmal hier begegnen. Es wäre mir eine Ehre. Ach du Scheiße. Die haben doch alle in einer Klatsche hier. So. Okay. Ich gehe mal wieder. Zumindest hat der ein bisschen Elixit dabei gehabt. Kann er ja eh nicht mehr benutzen. Was gibt's hier noch? Ich muss den Gefangenen suchen. Wo ist er? Eli, da. Verrotten sollen sie allesamt. Eine Bande von Bastarden versteckt unter dem Mantel der Selbstgefälligkeit. Und du? Was ist mit dir? Hast du etwa vor, dich diesen Irren anzuschließen? Nein, so dumm siehst du nicht aus. Naja, draufgeschissen. Ich habe es satt, hier meine Monologe zu führen. Also spare ich mir lieber meinen Atem. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Nein, und wenn es nach mir ginge, wäre ich längst wieder weg. Stattdessen wollen diese Spinner mich einer Hirnwäsche unterziehen, sodass ich in ihren Schächten Staub ansetze. Mm. Aber so einfach kriegen sie mich nicht klein. Okay, hast du schon versucht zu fliehen? War das der? Was hast du verbrochen? Die Jungs dachten wohl, meine Leute und ich hätten einen ihrer Außenposten versucht zu überfallen. Aber das ist totaler Blödsinn. Das hätten wir auch gar nicht nötig gehabt. Unser letzter Raubzug auf eine Karawane war so erfolgreich, da gab es keinen Anlass, den Typen ein paar Splitter abzuluxen. Oder haben sie mich deswegen in das Loch verfrachtet? Hm. Ich würde sagen, ich glaube, wir kriegen noch eine Aufgabe. Entweder habe ich schon eine Aufgabe. Ich kann nichts. Ich muss irgendwas. Wie konnten sie dich gefangen nehmen? Ich hatte keine Wahl. Ein Stoßtrupp der Kleriker hat mich zusammen mit meinem Kumpel in der Steinwüste aufgelesen. Schwer verwundet lagen wir dort und haben unsere Wunden geleckt. Zuvor gab es eine Meinungsverschiedenheit mit unseren Begleitern. Wir haben sie gelöst, indem wir uns gegenseitig zu Klump geschossen haben. Ach so. Und was ist jetzt dein Plan? Plan? Ich habe keinen Plan. Nur eine Idee. Eine Idee von Freiheit. Vielleicht bist du ja bereit, diese Idee mit mir zu teilen. Egal, was du über mich denken magst, dass ich hier festsitze und man mir den Verstand rauben will, ist falsch. Das überlege ich mir noch. Ich muss mal gucken, ob ich eine Aufgabe von dem habe. Da will ich mich jetzt nicht weiter drauf einlassen. Und vor allen Dingen nicht, wenn der Kleriker-Typ an meiner Seite rumhängt. Der findet das bestimmt nicht so gut, der Falk. Ein Verurteilter. Noch ein, okay. Dann haben wir doch eine Aufgabe für diesen Eli. Ich schau gerade mal. Ignadon. Der Wolf im Ach hier. Ja, das ist der Typ. Dem soll ich helfen? Ach komm. Mann. Weißt du erwartest, dass ich dir helfe zu entkommen? Ich erwarte gar nichts. Aber die Freiheit ist ein hohes Gut. Sie zu verlieren ist ein Verbrechen. Kann ich also auf dich zählen? Ich empfehle dringend, nicht zu intervenieren. Meine Empfehlung verpasse ich dir gleich mit meinem Stiefel. Mit jemandem wie dir habe ich kein Mitleid. Ich denke darüber nach. Das ist immerhin etwas. Komm einfach zu mir, wenn du mir zu einer zweiten Chance verhelfen willst. Dann kannst du immer noch entscheiden, wie du agierst. Ich wusste, dass der Falk da ein bisschen komisch darauf reagieren wird. Also,
Komm ich später wieder. Hallo, wo ging's denn hier raus? So. In der Reinheit liegt die Kraft. Ach, er wieder. Ich muss mal gucken, boah. Rüstmeister. Lass dir ja nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Wenn ich jemanden beim Klauen erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Alles klar. Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe. Seit die Alps immer näher gekommen sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta! Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Regentenschwert. 1, 2, 3. Was haben wir hier? Akolytenschwert. Oh. Ein Schwert. Ein Lasergewehr. Schlachterhemd. Schachterhemd meine ich. Das ist ja schon mal besser, ne? Amulett des Kriegers. Stärke und Kampf. Plus 5. Energieschild. So ein Schild. Ist auch nicht schlecht, ne? Den nehme ich mal mit. Lasergewehr. Oh, den kann ich schon. Da brauche ich noch Geschicklichkeit. Schaden 36. Schaden 53. So ein Akolytenschwert. Wäre schon cool, kann ich aber momentan ja eh nicht benutzen. Also von daher ein Schachterhelm. Mechanikermütze. Ich nehme mal das Hemd mit. Und das Amulett des Kriegers. Nehme ich auch mal mit. Ring des Kampfes. So. Was hat hier noch? Sprenggranaten, Plasmazelle, Brennstoff. So, dann gucke ich mal, was ich verkaufen kann dafür. Energieregentenschwert, ja, das ist natürlich. Uiuiui. Dieses Ignis Artifex. Ich glaube, das kann ich verticken. Das werde ich nie im Leben. Ich weiß es nicht. Schaden, Feuer. Komm. Ich pack's einfach mal weg. Jagdbogen. Weiß ich noch nicht. Ansonsten, was haben wir hier noch? Drohnenkontrolle. Ich gehe mal runter. Kleine Heilpflanze. Metallschrott. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich die Sachen benutzen kann. Keine Ahnung, was ich da machen muss.
schätze mal, ich brauche irgendwie eine Werkbank oder irgendwas.